Mahlzeit, mein Name ist Balfour und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Wir schauen uns heute Rage an mit Virginity und ja, das ist ein neuer Song, der ist vor einiger Zeit rausgekommen und Rage war ja etwas länger, war es ein bisschen still. Sie haben sich auch, glaube ich, ein neues Bandmitglied in die Band reingeholt und das letzte Mal, als ich was von denen gehört habe, das war 2020 auf dem Wacken Livestream Event, weil Wacken ja selber ausgefallen ist wegen der Pandemie. Und da hatte Peavy, der Sänger, ja sich schon ein bisschen mehr Bart wachsen lassen. Und ich fand die Performance für ein Online-Konzert tatsächlich sehr cool, weil er auch so versucht hat, so ein bisschen zu interagieren mit den Leuten. Das hat mir sehr gut gefallen. Außerdem war das in der Balver Höhle. In der Höhle war ich selber auch schon mal. Das ist so eine Naturhöhle, wo schon mal Konzerte und Veranstaltungen sind. Sehr, sehr cooles Ambiente. Also kann ich euch empfehlen, mal reinzuschauen. Jetzt schauen wir uns aber erstmal ihren neuen Song an. Der ist wie immer unten im Infopanel verlinkt. Da kommt ihr dann zu Rage, bekommt mehr Infos über die Band. Ansonsten findet ihr natürlich unten im Infopanel auch noch jede Menge Infos zu mir. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal die Jungs an und gucken, ob die uns mit was Neuem oder mit dem alten, coolen Stil beglücken. Ich bin sehr gespannt. Also. Euch und mir wie immer viel Spaß. Hin und wieder sind viele Knochen zu sehen. Der Peavy, der Sänger, ist auch Restaurator. Also der kann also so Knochen und so Sachen aufbereiten. Das hat er irgendwie vom Beruf gelernt. Und musikalisch geht's, glaube ich, in den Oldschool-Bereich. Ich freue mich jetzt. Ich mache nochmal ein Stück zurück, damit wir den Übergang sauber hören. Und dann, let's rock, ne? Stück zurück. Also ich habe auch in meinem Bekanntenkreis ein paar Leute, die mögen seine Stimme nicht. Ich finde die irgendwie cool, die ist markant, die hat was Besonderes und also irgendwie, ich weiß nicht, ich finde sie cool. Also ich würde es noch nicht mal sagen, dass die besonders toll ist oder dass er besonders gut singen kann etc., aber die hat halt so ein gewisses Etwas und ich mag diesen Stil zusammen mit der Musik, diese Melodien, die mit aufgebaut werden und auch in den orchestralischen Versionen, die haben auch ein paar Orchesterversionen gemacht, also richtig, richtig gut. We have lost our Also Song gefällt mir richtig gut, also 1A, ich mach, ja, was soll ich sagen, ist geil.
Jetzt bin ich mal gespannt, was sie zaubern. Ich würde sagen, ein solides Stück Rock bzw. Metal. Wir gucken hier nochmal. Oh, das Bild, das war doch gut. Jetzt finde ich es wieder nicht. Das ist. Ah, komm, nehmen wir Peewee vorne voll im Hintergrund, also im Vordergrund. Und ja, mir hat der Song sehr gut gefallen. Ich analysiere jetzt auch gar nichts. Ich mache das ja auch teilweise, um euch einfach neue Bands vorzustellen. Wenn ihr Bock habt, auch andere neue Bands kennenzulernen, schaut mal in meinen Playlist vorbei. Die sind sortiert nach Genres. Da sind halt große Bands, aber auch kleine Bands. Vielleicht findet ihr da was Tolles für euch. Und wie gesagt, wenn ihr Rage bisher noch nicht kanntet, ich kann es euch echt ans Herz legen. Schaut euch da auch mal die Orchesterversion an. Das war auch eine Band, die relativ früh damit gestartet ist, schon Orchestersachen zu machen. Die haben auch, glaube ich, mal Musik für ein Computerspiel geschrieben. Und ist auch eine deutsche Metalband. Und der Peewee, ich finde ihn einfach sehr, sehr sympathisch. Das ist echt so ein ganz toller Mensch, wie ich ihn bis jetzt kennengelernt habe. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber von den Live-Auftritten und von den Interviews ist halt einfach ein ganz, ganz, sympathischer Mensch. Also, ja. Wie gesagt, soweit meine Reaction. Ich würde sagen, wenn ihr Bock auf mehr habt, schaut euch das Video selber an, um die Band zu reacten, zu unterstützen. Oder klickt euch gleich ein bisschen bei mir durch die Playlisten durch und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich bin jetzt aber erstmal raus. Bis dahin, euer Balfemort. Ciao!